Grüezi miteinander, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Immobilien Online Marketing mit 360 Round. Wir haben heute das Thema Landingpage. Wir erzählen ja darüber, erzählen, wer als Makler oder als Person, die eine Immobilie zu verkaufen hat, wenn man alles im Internet für Möglichkeiten hat, um den richtigen Kunden zu kommen. Und zwar effizienter und schneller als mit den altmodischen Wegen, wie man sie von früher her noch kennt. Mit Kleinanzeigen aufgeben, in den Zeitschriften oder telefonieren, den Kunden telefonieren, zum Beispiel alles so Sachen, wo sehr viel Zeit und Geld verbraucht haben bis jetzt. Wir haben ja in den letzten Themen über Zielgruppenmarketing geredet, bei Facebook zum Beispiel über Visualisierung, wie zeige ich meine Immobilien anständig, wie präsentiere ich sie richtig. Und heute haben wir das Thema Landingpage. Was ist eine Landingpage? Eine Landingpage ist eigentlich nichts anderes als eine Webseite. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie als Makler haben die Möglichkeit, zum eine Webseite einrichten oder eben eine sogenannte Landingpage, spezifisch nur auf Ihr Immobilienobjekt, das Sie jetzt gerade im Moment zum Vertrieb haben. Der Vorteil ist natürlich, wenn Sie mit einer Landingpage arbeiten, Sie haben ein einziger Link, also wie eben eine Webseite oder ein Domain, sind ein einziger Link, wo Sie nachher haben zur Weitervermarktung. Also das heisst, Sie haben eine relativ einfache Vermarktungsstruktur mit dem Link. Sie können den überall streuen. Sie können E-Mails einbauen. Sie können den auf Facebook natürlich einbauen. Auf allgemein allen sozialen Plattformen, wo Sie so unterwegs sind, respektive wo Ihre Zielgruppen unterwegs ist. Und das macht natürlich das Handling dann im Online-Vertrieb für eine Immobilie relativ einfach und übersichtlich. Es ist auch viel, viel effizienter, weil Sie haben so auf einen Schlag alle Informationen, die Sie einem Betrachter oder einem Interessenten zur Verfügung stellen. Also das heisst, Sie laufen nicht Gefahr, dass der irgendwo in seinem Customer Journey, wo er unterwegs ist und konsumiert, dass er irgendwo vielleicht noch abgelenkt wird, irgendwo noch weggezogen wird wieder vom Angebot, weil ihm halt irgendwo die Informationen fehlen, oder? Also das heisst, wenn er mit einer Landingpage arbeitet, dann einfach so Sachen auch beachten, wie ist die Relevanz von dieser Landingpage gegeben. Das heisst, wenn ich als Betrachter auf die Seite komme, verstehe ich gerade, um was es geht. Was sehr, sehr wichtig ist online, weil der Betrachter gibt Ihnen nicht allzu viel Zeit, um das herauszufinden. Dann ist die Seite sicher, ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Also auch da empfiehlt sich ein SSL-Zertifikat zu hinterlegen, damit der Betrachter weiss, aha, wenn ich da drauf surf und gegebenenfalls auch meine Daten hinterlege, dass das dann auch mit dem Thema Sicherheit übereinstimmt. Sonst gelten natürlich dort auch die gleichen Regeln, oder? Also bei einer Landingpage wie bei einer Webseite, aber sie muss verkaufen. Setzen Sie doch vielleicht Ihre Landingpage sogar ein. Sehr wäre am sinnvollsten, zum Leads generieren. Leads sind Leute, die an Ihrer Dienstleistung oder besser gesagt Ihrem Produkt können Interesse haben, wo dann an und für sich ja, über ein Newsletter anmeldet, oder? Da kann man zum Beispiel Informationen bereitstellen über die Immobilienbranche, wo der Kunde dann seine E-Mail-Adresse hinterlegt und im Gegenzug kommt er gratis die Informationen über. Und somit wissen Sie, aha, da haben wir jemanden, der interessiert ist, vielleicht an deren Immobilie, und könnte weiter in einem Funnel innen dann erfolgreich bewerben. Und da geht es einfach darum, dass Sie wenig Streuverlust haben, oder? Sie gehen gezielt auf die Leute zu, die wirklich Interesse haben an ihren Immobilien. Ja, dann Call to Actions, also Handlungsaufforderungen, müssen natürlich auf die Landingpage. Also das heisst, der Betrachter muss dort ja auch wieder geführt werden, muss zu einer Handlung aufgefordert werden. Zeigen Sie viel Bildermaterialien. Zeigen Sie, wenn es geht, vielleicht einen 360-Rundgang mit interaktiven Elementen einbauen.
erzählen sie vielleicht sogar noch eine Geschichte um das ganze Objekt herum, weil Geschichten, Emotionen erzählen, verkaufen. Oder? Und das ist bei der Immobilie genau gleich. Oder auch über die Umgebung bauen sie Informationen ein, über die Umgebung, wo sind die Schulen, wo ist der nächste GOB, wann fahren die ÖV, wie geht es zum Bahnhof, alles so Sachen. Oder die Nachbarschaft vorstellen. Da können sie natürlich ganz super eben mit einer kleinen Landingpage machen, wo sie vielleicht sogar strukturiert mit Menüpunkten arbeiten, wo der Kunde wirklich jederzeit geht, sich kann orientieren nach Lust und Laune. Was ganz wichtig ist, auch arbeiten Sie mit Testimonials, machen Sie vielleicht ein Video mit einem Nachbar von der Umgebung, wo das Objekt steht, wo der erzählt, was da los ist. Einfach, dass es ein bisschen mehr lebt und ein bisschen mehr Feuer überkommt, das Ganze. Ja, also über Landingpages gäbe es natürlich noch ganz, ganz viel zu erzählen. Am Anfang habe ich, glaube ich, noch schon angeschnitten gehabt. Sie können es überall natürlich vermarkten. Das ist eben das Interessante an dieser Landingpage. Sie können mit Google AdWords arbeiten, Sie können mit E-Mail-Marketing arbeiten, Sie können mit Facebook arbeiten, LinkedIn, Instagram, alles Mögliche, oder? Und das ist wirklich ein riesen Vorteil und bringt Ihnen wahnsinnig viel Effizienz rein. Sie können so eine Landingpage auch sehr, sehr einfach aufbauen. Das muss kein Designwunder sein, im Gegenteil. Es müssen die richtigen Informationen strukturiert und klar auftauchen auf dieser Seite. Und es muss nicht, weiss sie was, designmässig sein. Wichtig ist auch, dass man ihre Kontaktdaten immer sofort sieht, dass man sofort kann mit ihnen als Makler in Verbindung treten. Jawohl. So, da wäre es wieder gewesen. Ein weiterer Blog mit Immobilien, Online-Marketing, heute mit dem Thema Landingpage. Wenn es euch gefallen hat, würde ich es wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Däumchen würdet geben. Wenn ihr Kritik habt, nehmen wir die auch gerne an. Sagt, was wir verbessern könnt. Kommentiert, was haltet ihr von Landingpages? Habt ihr schon mal mit dem geschafft? Oder fragt vielleicht ihren Makler, falls sie einen habt, schafft er auch mit denen effiziente Werkzeuge aus dem Internet. Wenn Sie Fragen haben zu dieser ganzen Thematik Online-Immobilienvermarktung, sind wir natürlich erreichbar unter 079 862 75 56. Es würde uns freuen, Ihnen einfach einmal unverbindlich in Kontakt zu treten. Dann danke fürs Zuhören. Und wenn ihr Lust habt an weiteren Informationen, natürlich, wenn es um Immobilien und Online-Marketing geht, dann abonniert doch unseren Kanal. Ich verspreche euch, wir werden alles geben, dass wir informative Sachen werden für euch aufbereiten. Danke fürs Zuhören. Ade miteinander. Bis zum nächsten Mal.